Ahoi, liebe Klemmerstein-Fans, hier ist euer Captain Baubär und ihr seht hier vor mir den Oktober 2022 auf diesem Kanal tatsächlich. Das sind alle Modelle, die ich auf diesem Kanal im Oktober vorgestellt habe. Der hier springt ein bisschen raus, weil, naja, der ist eigentlich Ende September schon online gewesen. Aber er ist auch noch da. Ja? Diese ganzen Modelle haben eins gemeinsam. Sie haben mich durch den Oktober gebracht und haben mir sehr viel Spaß beim Bauen bereitet. Und es sind insgesamt 10.000 Teile, die ich da zusammengebommelt habe, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Die müssen aber auch alle wieder los. Also die können alle nicht Baubär-Bauzimmer bleiben und in der Baubär-Boutique unten können sie auch nicht bleiben, weil das ist auch alles vollgestellt. Die müssen verkauft werden, tatsächlich. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt hier so ein schnödes Verkaufsvideo mache, wozu einige übrigens mir geraten haben, dass ich doch mal meine Modelle, die ich loswerden will, in einem kleinen schmissigen Video anpreise, erzähle ich kurz noch mal ein bisschen was zu den Modellen und küre so ein bisschen mein Favorites Monats. Habe ich bis jetzt noch nie gemacht, tatsächlich. Habe immer nur gebaut, 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 vorgestellt, vorgestellt, vorgestellt und das Ganze nie mal so ein bisschen eingeordnet. Deswegen kommen wir jetzt einfach mal zu den Highlights, die ich an den jeweiligen Modellen gefunden habe. Und weswegen ich dieses Modell empfehlen würde, ganz kurz zusammengerafft. Und danach erzähle ich euch, wie ich sie verkaufen werde. Fangen wir mal an mit dem Blender hier. Ja? Also, er ist ein bisschen harsch rangenommen worden von mir. Aber im Endeffekt ist es einfach ein Supercar, Maßstab 1 zu 10. Soll sogar Maßstab 1 zu 8 sein, kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Nee, ist doch Maßstab 1 zu 10. Sehe ich gerade auf der Anleitung. Winke. Kann nix. Ja, also keine Federung, keine Schaltung, keine Hand-of-God-Steuerung, irgendwas. Klar, man kann den motorisieren. Wenn man das nicht macht, hat man Lücken da, wo die Motoren sein sollen. Und, bedruckte Felgen, ist das einzige Highlight tatsächlich. Ja, diese schönen bedruckten Felgen. Ja, ziemlich futuristisch. Ist ja eine Lambo-Vorlage im Endeffekt. Ja, gibt es aber auch schon in besser von anderen Herstellern. Geht weg, kommt natürlich so, wie er hier steht. Jedes Modell, was ihr hier seht, wird aufgebaut, verschickt. Ich reiße die nicht mehr auseinander, die Zeit habe ich einfach nicht. Ihr bekommt die aufgebaut. Sachen, die kaputt gehen könnten, weil sie fragil rangebaut sind oder so, oder verschwinden könnten, die nehme ich vorher ab, packe sie in eine Tüte. Natürlich kommen sie alle mit Anleitungen, mit nicht aufgeklebten Aufkleberbogen. Und wenn sie motorisiert sind, motorisiert. Wenn nicht, dann nicht. So, um das einmal vorweg zu sagen. Dann kommen wir zu diesem wunderschönen Bulli von TGL, der hier schon eingestaubt ist. Verdammte Axt. Ein tolles Modell, tatsächlich. Ziemlich groß. Diese Dachbox braucht es meiner Meinung nach nicht. Die wirkt auch ein bisschen deplatziert. Natürlich, dieser Breitbau ist Geschmackssache. Ich finde ihn cool. Es gibt Leute, die haben die Felgen bemängelt. Naja, diese Metallic-Lackierung in diesem wunderschönen Blauton ist natürlich toll. Der Innenraum ist einigermaßen detailliert für ein Technik-Set. Bauspaß ist gegeben. Das Ganze ist motorisiert. Es fehlt so ein bisschen ein Highlight, also ein Gimmick. Ja. Dafür ist natürlich das Äußere da. Auch der muss weg, der kommt motorisiert, der kommt mit Anleitung, der kommt zusammengebaut. Die Dachbox werde ich abnehmen, ein bisschen Zierrad werde ich abnehmen. Aber insgesamt ein solides, schönes Technikmodell, ja, wenn man auf den Look mag. Ist auch ziemlich schnell tatsächlich, also geht schon ab. Ja. Dann geht es mit Reobricks los. Das ist mein erstes Reobricks-Technikmodell. Ja. Das ist hier dieser... Diese Pagode wurde ziemlich kritisiert für sein Aussehen, was ich lächerlich finde, dass es ein Technikmodell ist. Ich finde ihn gut getroffen. Manche meinen, er sieht aus wie ein Peugeot von vorne. Ja, kann man darüber diskutieren. Er hat tatsächlich ein verlinktes Lenkrad. Nee, hat er nicht. Hat er im Mock, aber hier nicht. Der hat ein Lenkrad, was sich mitbewegt, was hier schief steht übrigens. Naja, egal. Könnt ihr dann selber noch ausbessern, wenn ihr wollt. Ich habe hier einen Fehlteil, das habe ich ersetzt. Das ist leider nicht mehr in der Originalfarbe. So what? Hat eine schön integrierte Akkubox. Dieser Verdeckmechanismus hier ist Bombe, macht richtig viel Spaß, ist aber auch anfällig, muss man sagen. Also ist mir schon ein, zwei Mal ein bisschen auseinandergebrochen. Ich finde die Flat Silver Teile hier cool. Den Druck von dem Reobricks Logo hier vorne, das ist halt ziemlich cool tatsächlich. Von hinten sieht das Modell wirklich aus wie ein Mercedes. Also ne, wirklich super gut getroffen. Klar, hier die Radläufe hinten, die sind nicht so schön, die sind sehr offen. Aber es ist ein fucking Technikmodell. Entschuldigung.
Ja, muss man auch mal sagen. Die ganzen Leute, die immer rumnörgeln, von wegen so, ja, Mann, vorne, das sieht auf keine, zum Anzünden hässlich und solche Geschichten. Kinder, ganz ehrlich, es ist ein Technikmodell, es ist mit Technikelementen gebaut. Wir sind hier nicht im Modellbau. Wenn ihr Revell-Modellbau haben wollt, falscher Kanal. Ist einfach so. Danach, weiter ging es mit Reobricks sozusagen. Hier, das kleine Stück, ja, dieser schöne Traktor. Ein toller Traktor. Ja, für mich einer der besseren Traktoren auf jeden Fall in dieser Liga, in dieser Größe. Super bespielbar. Habe ich gerade erst ein Video drüber gedreht tatsächlich. Also das Video, was ihr zu diesem Traktor seht, ist am selben Tag entstanden wie das Video jetzt hier. Das gilt übrigens auch für den Maishäcksler. Ich muss das immer so ein bisschen timen. Ich baue ja mittlerweile mit Vorbau und so weiter. Tolles Modell. Wie allgemein bei Reobricks immer so die Teilequalität ein bisschen schwankend, aber okay. Auch da möchte ich sagen, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, die Zahnräder sind schlecht und so weiter. Nee, sind die nicht. Das sind gute Zahnräder, die halten. Die sind nicht schlechter als die von Lego. Die sind nicht schlechter als die von Gobrix. Habe ich nicht, kann ich nicht irgendwie großartig unterstützen, diese Aussage. Klar, Zweier-, Dreier-Achsen, Klemmkraft, schwierig. Also Friktion, ist ein bisschen schwankend, muss man immer ein bisschen drauf achten. Aber trotzdem, schönes Modell. Schönes Spielmodell, der Heuwender hier hinten funktioniert tadellos. Toll. Mähdrescher. Wenn dieses Video rauskommt, ist der Mähdrescher, oder beziehungsweise ist kein Mähdrescher, ist ein Maisernter, ist der Maisernter noch nicht reviewed worden. Deswegen werde ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Auch ein schönes Modell, sehr kompakt, toll zu bauen, sieht gut aus, wird im Video motorisiert vorgestellt. Die Motoren lasse ich drin, Akkubox und Fernbedienung nehme ich raus. Brauche ich selber. So. Ob die Modelle verfügbar sind und was die kosten, das seht ihr unten in der Infobox. Da steht auch der Preis, weil ich habe mir noch keine Gedanken um den Preis gemacht. Der wird auf jeden Fall gut sein. Ja? Also ich würde mal sagen, das gute Stück hier mit knapp 2000 Teilen, was ordentlich was auf die Waage kriegt hier. Gute Teile auch, gute Teilequalität, macht Spaß. Unter 50 Euro. Ja, plus Versand, ihr kriegt eine Rechnung. Ja? Deswegen ist bei dem Maisernter sind auch keine Minifiguren dabei. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Rechnung. Ganz wichtig mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, also sprich 45 Euro brutto, ja, also das Ding geht unter 30 Euro weg, weil ich Händler bin. Ja, also ich muss euch eine Rechnung ausstellen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich ziehe mich da raus. Ich sage aber vorweg, es sind aufgebaute Modelle, der Umtausch ist ausgeschlossen. Ja, also es sind quasi konfektionierte Modelle. Das kann ich machen, weil es halt eben Einzelanfertigungen in Anführungszeichen sind für euch. Ja, also ich werde die nicht zurücknehmen. Dafür ist der Preis halt sehr gut. Und ihr müsst sie nicht aufbauen. Also wenn ihr jetzt jemand seid, der gerne was im Regal stehen hat, aber gar nicht die Zeit hat, das aufzubauen, ist das hier eigentlich euer Schwerpunkt. Ja, ganz ehrlich, das ist eure Gelegenheit. Die Modelle gehen alle, wirklich alle, zu guten Preisen weg. Das sage ich euch. Also ihr werdet nicht mal ansatzweise den Neupreis zahlen, den ich gezahlt habe, als ich sie importiert habe. Genau, so viel dazu. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Restdienstag, denn dann wird das Video erscheinen und dann werden es wahrscheinlich die meisten gucken. Sollte ein Modell unten in der Infobox nicht mehr gelistet sein, bitte nicht in den Kommentaren nachfragen. Ja? Kontaktieren könnt ihr mich über die E-Mail ahoy@captain-bauwehr.de. Darüber könnt ihr mich kontaktieren, darüber könnt ihr das Modell anfragen. Ich werde natürlich ziemlich zeitnah das Modell rauslöschen, wenn es das nicht mehr gibt. Versand ist mit DHL. Versand kommt extra, Versand ist immer 6,99. Ich werde das Ganze gut einpacken, sollte irgendwas kaputt gehen. Schreibt mir an, wir finden eine Lösung. Ne, ist ganz klar, ich hafte dafür. Es ist so, die Modelle habe ich alle vollständig aufgebaut, ich hatte keine Fehlteile. Die Teile, die übrig geblieben sind, sind natürlich mit dabei. Müssen wir nicht drüber reden. Wenn ein Teiletrenner nicht mit dabei ist, habe ich ihn vergessen. Dann ist das einfach so, müsst ihr mitleben. Wie gesagt, der Maishäcksler ohne Fernbedienung, ohne Batteriebox. Dieses Modell ist gar nicht motorisiert. Kommt auch ohne Minifiguren. Ist ja klar warum, ne? Vollmotorisiert mit Fernbedienung. Vollmotorisiert mit Fernbedienung. Vollmotorisiert mit Fernbedienung. Ne? Das Ding vollmotorisiert mit Fernbedienung. Neu, direkt aus Deutschland. 200 Euro. Der ist auch nicht günstig. Der wird auch nicht günstig sein. Und ihr zahlt, werdet dafür wahrscheinlich so die Hälfte zahlen. Ne? Könnt ihr euch überlegen. Wie gesagt, steht alles unten in der Box. Bis dahin, bleibt gesund, baut was Schönes, abonniert diesen verdammten Kanal,
Daumen nach oben gerne, Glocke an. Ihr wisst, das ist wichtig. Das ist das YouTube-Game. Ich verzichte auf Clickbait-Überschriften, habe da überhaupt keinen Nerv drauf. Deswegen wäre es cool, wenn ihr das so honoriert. Wenn ihr eins dieser Modelle kaufen wollt und das steht noch unten in der Infobox, bitte eine kurze E-Mail an heuertcap-bauwehr.de. Bezahlen könnt ihr per Überweisung, per PayPal. Das ist mir egal. Bis dahin, baut was Schönes, bleibt gesund, euer Captain.